So, willkommen zur nächsten, ja, Mange an das gute Alte. Und zwar mein Klon. Und zwar mein Klon. Nicht mein Klon 2. Ich wollte gerade sagen mein Klon 1, aber eben, da heißt er nur mein Klon. Praktisch der Vorfolger von mein Klon 2, deswegen auch hier dieser schöne fette Banner. Ja, damals sah es einfach ein bisschen einfacher aus. Ja, interessant. Okay, das werden wir spielen. Das Ding, wer die andere Folge gesehen hat, mein Test, das hier ist natürlich schon wesentlich ausgereifter als mein Test. Hat also wirklich schon wesentlich mehr Sachen. Wer will, kann sich das hier mal durchlesen, ne? Ist zwar nicht gerade deutsch, sieht aber so aus. Ja. Nichtsdestotrotz werden wir das mal direkt loslegen. Das hier hat auch tatsächlich schon mal richtig angespielt. Daher hier mein Test Dings der Bumster, wobei ich da auch noch nicht so weit war. Komm, wir nehmen das einfach mal direkt hier. Wie gesagt, viel gebaut habe ich da auch noch nicht. Ich habe es bloß, wie gesagt, mal richtig angespielt. Tada! Ja. Oh, ich habe schon ein bisschen Holz und Kohle, tatsächlich. Ah, man sieht hier schon ein bisschen. Hier kann man sogar schon Rüstung und sowas alles. Ja, ja, alles schon. Ich weiß nur nicht, ob es hier auch schon Tiere gab. Das weiß ich gerade nicht. Wie man sieht, sieht man hier noch keine. Aber man sieht schon sowas ähnliches wie Biome. Da Bäume, hier Dschungel. Ha? Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier intern wirklich tatsächlich als Biome gelöst ist. Also richtig in der Biom-Library. Oder ob das einfach auch nur per Rauschen praktisch emuliert wird. Aber letztendlich, wie die Biome erzeugt werden, ist ja auch relativ egal. Wichtig ist nur, dass es hier Biome gibt. Und das ist ja mal Fakt. Und sowas, dass es ab und zu mal Bäume gibt und ab und zu mal Dschungelbäume, gibt es ja bei Mindtest Game auch. Also bei dem klassischen Mindtest Game, ohne dass der irgendwie auf Biome setzt oder ähnliches, sondern das ist halt einfach ganz normal implementiert, dass es ein bisschen Abwechslung gibt. Und wahrscheinlich tut das hier das genau auf der gleichen Weise. Aber wie gesagt, das mit den richtigen Biomen, das gab es halt erst viel später. Wobei das hier aber schon der Map Generator Version 7 ist, ne? Also, denke ich zumindest nicht. Ich weiß das gerade gar nicht. Ha! Oh! Ja gut, dann erklären wir das mal lieber doch. Und machen wir lieber doch richtig. Nein. La 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 la. Nein. Let's Play. Bumm. Weggefickt und weggefickt. Oh. Okay, es war also doch nicht der Map Generator Version 7. Das wird von dir wohl auch noch nicht unterstützt. Was ist das denn hier bitte? Oha. Das Ding ist wohl doch buggigerer, als ich es in Erinnerung hatte. Ja, gucken wir mal das da. So, ja, was will ich schon wieder Bäume? Da ist ein Dschungel. Kann man auch gleich bleiben. So, zuallererst. Alter, ist das hässlich. Kann man dich wegschmeißen? Nein, kann man nicht. Doch, Alter. Pulver, was ist denn Pulver? Pulver versus Toy Item in the Hand, genau. Hopp. Danke dafür. So, eine Axt. Schlagen wir einfach mal den Baum erstmal hier ein bisschen klein, aber schon mal ein bisschen Holz. Ja, und man merkt auch schon hier, das ist genau die gleiche Art, wie auch die Bäume in Mythos aussehen. Deswegen, ich glaube mal, die greifen hier auch intern genau auf die gleiche Struktur drauf zu. Was ja nicht so schlimm ist. Ne? Kann man ja machen. Ist ja alles in Ordnung. Soll also jetzt nicht abwertend klingen, sondern ist einfach nur, dass das halt so gemacht wird. Weil ich persönlich gehe an solche Sachen auch gerne mal ein bisschen technisch ran und gucke, wie Sachen so funktionieren,
und versuche mir meine Reime daraus zu machen. Naja, jeder hatte seine Hobbys. Das Einzige, was mir hier auffällt, ist, damit man diese Dinger aufsammelt, muss man sich tatsächlich bewegen. Siehst du? Die gehen einfach mir dran vorbei. Und sobald ich mich bewege... Ach, ich muss ja richtig drüben. Wow. Okay. Na komm. Ja, siehst du? Danke schon, man muss sich bewegen. Ich bin doch nicht blöd hier. Keine Krise, ja. Okay. Kann ich mir jetzt daraus Samen machen? Nein, auch nicht. Wow. Das ist ja hässlich. Gut. Da haben wir auch Dschungel. So, da hinten haben wir auch ein paar Blumen. Ja, doch. Nice. So, dann wollen wir mal ein bisschen rumschauen hier. Boah, Alter, hier ist aber richtig viel Gras. Hier könnte man sowas Schönes bauen. Hier das Häuschen. Oh. Interessant. Ab und zu so eine Mikro... Oh, wow. Schon wieder aufgehangen. Ah, das ist aber blöd. Das ist natürlich richtig schon blöd. Gut. Ah, doch, das ist schade. Eigentlich sogar. Das sieht schon richtig schön aus. Ist ja schade, dass das nicht funktioniert. Entfernen. Gut, dann probieren wir es mal nochmal mit dem Let's Play 5. Boom, mal gucken, wie es damit funktioniert. Ach, gar nicht. Okay. Version 5 und Version 7 funktionieren gar nicht. Bloß ein bisschen Kohle. Achso, siehst du, wir haben ja hier Standardinventar, ne? Das heißt also, wir könnten zumindest, da wir schon mal die Spitzhacke haben, können wir jetzt sogar etwas abbauen. Danke. Wow. Und es gibt ein Hungersystem. Ich hab Hunger. Das ist sehr schön. Also noch habe ich keinen Hunger. Das ist sehr schön. So, Kohle. Dass man sich hier echt immer bewegen muss, um die Sachen einzusammeln, das ist ja auch ein bisschen interessant. Das ist übrigens auch interessant. Ist hier so eine Nase in der Luft, Alter, ernsthaft. Macht ihr so was? Es gibt hier nicht mal Schotter. Wirklich nur Stein. Man kommt sich hier vor wie auf so einem ganz anderen Planeten, so einem richtigen Steinplaneten. Wobei, so Steinplaneten haben wir ja bei uns eigentlich gar nicht. Unsere Planeten, die wir haben, ist ja eigentlich immer eher so rötlich. Also hier, ja, Venus zum Beispiel, der ist ja eher so ein roter. Mars auch. Mars ist sowieso extrem rot. Das ist der Mond. Oh, bloß das Bastard, ich bin auf dem Mond. Ich kam hier gerade mit dem Rover an und muss erstmal Mineralien schöpfen. Hallo? Leckt ja auch ein bisschen, ne? Ich habe die Skulptur gefunden. Das ist der Mondgott. Wir werden den heiligen Mondgott anbeten. Yay! Aha. Uah. Okay. Das war jetzt nicht ganz gut. Kohle. Na gut, die Question ist, warum macht das eigentlich gerade? Komm, wir machen mal. Nein, das da. Das bringt uns ja so erstmal nichts. Entfernen. Löschen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Da funktioniert ja auch nur dieser Map-Generator V6 und auch der stürzt öfters mal ab. Kacke. Mein. Was? Klon. 0.21 Test. So, das ist mein offizieller Name. So nenne ich auch meine anderen Dinger, die ich hier laufen habe. Da hier. Mein Namensschema ist
Nice. Warum habe ich hier meinen Server drin? Egal. Wir sind gerade hier. Nein, wir sind gerade. Wir sind jetzt gerade. Doch, hier. Genau. Hier sind wir. Da. Alter, ich war jetzt gerade komplett raus. Eben, wir spielen ja nicht mein Klon 2, sondern wir spielen ja mein Klon. Alter, jetzt war ich gerade richtig raus hier. Gut, okay, ja, wie gesagt, das hier ist natürlich erstmal an sich schön. Bringt es leider auch nicht viel, wenn es ab und dort abstürzt. Das ist halt, naja, das Spiel, das ist halt wirklich extrem nah an dem Vorgänger, halt also an Minecraft. Und jetzt muss jeder natürlich wissen, Minecraft ist extrem instabil und stürzt andauernd ab. Und das wollten die hier wahrscheinlich auch implementieren. Das ist also quasi kein Bug, sondern ein Feature. Ja, das soll abstürzen. Wow. Ach, Mann, ey. So. Die Frage ist, machen wir es hier noch was Sinnvolles oder eher nicht so? Ach Gott. Wir hacken erstmal hier den Baum ab und dann sehen wir mal weiter. Gut. Ein Tisch. Hey, Moment mal. Man kann sich ein Boot aus einem Ding bauen? What? Okay, das ist aber sehr freundlich. So, dann Dankeschön. Dankeschön. Ach, ich bin aber bescheuert, wir haben noch bereits die Werkzeuge. Ah ja. Ich brauchte eigentlich nur Holz. Alles andere ist eigentlich zu viel. Also kommst du weg. So. Wir brauchen noch bloß Holz. Für unsere Wohnung. Denn sind immer ein paar große Bäume. Ach nee, ist einfach nur zwei zusammen. Dachte schon, hier gibt es auch ein paar dicke Bäume. So, die hacken wir mal komplett ab. Kriegen wir nämlich auch gleich die Samen davon. Das passt schon. Hallo? Okay. Da vorne sind auch noch ein paar Samen. So. Gut, wir wollen hier erstmal nur so Tennisgebäude, so ein Sektor mal ein Sektor. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Hier kommt dann das Ding rein. Dann kommt da. Ach man, dass es diese Umschaltfunktion nicht gibt. Das macht mich kurre. Curry. So, okay. Komm. Du kommst nach da. Und da brauchen wir Holz. Ganz viel Holz. Ach, hallo? Na, leg doch mal ab hier. Hallo? Ich will's gerne. Geht doch. Alter, was ist das denn gerade? Da wird bei der Hund in der Falle verrückt. Danke. Also so, wenn man rumläuft, wenn man eben nicht rumläuft, wenn man so an einem Ort bleibt, dann bleibt
dann bleibt das Ding wohl scheinbar stabil. Nur wenn man zu wieder rumläuft. Ja, das ist also wirklich ein Fehler direkt im Map-Gen, dass er da andauernd abstürzt. Interessant. So, hier machen wir wieder den Eingangsbereich. Und wir machen wir mal wieder genauso wie beim anderen Haus. So. Startbauweise, Plattenbau. Passt schon. Das Dach fehlt zwar, aber ist jetzt auch egal. Okay. Dann graben wir uns mal irgendwo in den Tunnel rein. Wir brauchen ein bisschen Mineralien. Aha, hier ist ja direkt eine Höhle. Das ist aber nett. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben keine Kohle, wir haben keine Kohle. Ich sehe nichts mehr. Wir müssen hier wieder raus. Ja. Das ist jetzt natürlich schön gelaufen. Das ist genauso gelaufen. Oh wow. Wie ich erstmal gehofft habe. Wir brauchen erstmal Kohle. Gibt es irgendwo Kohle? Wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht. 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 Schenk mir die Erleuchtung. So. Ein Loch. Zweierloch, Alter. Wow, ist ja auch nett. Ach ja, weil es hier wieder reingeht. Interessant. Und nichtsdestotrotz brauchen wir erstmal Kohle. Kann ich nicht irgendwann mal. Glowstone? Hier oben? Ich hab's einfach nur abgebaut. Wir haben einmal Kohle bekommen. Warum kriegen wir es nicht abgebaut? Wir haben noch eine Eisenspitzhacke. Also, besser als Eisen geht doch gar nicht. Oder braucht man dafür eine Diamantspitzhacke, um es abzubauen? Oder wie jetzt? Ich glaub's nicht. Vor allem, wie viel hiervon? Vor allem, warum so weit oben? Das Zeug wächst doch normalerweise eigentlich eher in der Hölle. Also hier im Nether. Na egal, wir haben Kohle. Damit können wir jetzt wieder in unsere eigentliche Höhle gehen. Jetzt kommen wir jetzt hier hoch. Gott. Ich. Ah. Danke. So, sollen wir hier in unsere eigentliche Höhle gehen? Dankeschön. Oh, das ist auch Wasser. Oh, wow. Aha! Eisen. Eisen ist immer gut. Eisen ist. Danke. Die Frage ist nur, wie weit jetzt da runter? Schon tief ist das, echt, der ist wieder richtig dunkel hier an der Stelle. Oh Gott, Alter, nee. Ja, ist mir da doch ein bisschen zu tief hier. Zumal wir hier wieder Sauerstoff haben und sowas. Und wir haben auch Hunger. Scheiße. Gibt es hier Tiere? Nee, ne? Na gut, dann werden wir uns erstmal. Scheiße. Gott, ich wollte gerade ein Feld bauen, aber eben, wie kriegt man hier Samen? Also, das sind schon mal keine Samen, ne? Ah, doch. Aha. Hä, hey, habt ihr nicht genau das gleiche gerade von versucht gehabt? Bin ich denn bescheuert? Wir hatten doch gerade auch schon Gras abgebaut und das ist doch immer direkt, wir hatten doch dann direkt als Gras geerntet. Ah nee, stimmt, wir hatten das bei dem Dschungel gemacht, bei dem Dschungelgras. Vielleicht ist es da nicht, dass man da direkt das Gras an sich erntet, aber hier bei dem normalen Gras dann halt nochmal die Samen bekommt. Das ist natürlich möglich und interessant gleichermaßen. So, ein paar Samen haben wir schon mal. Ich würde mal sagen, machen wir hier direkt. So, wisst ihr was? Komm, hier machen wir direkt hier am besten schön. Da. So. Hier wird unser Feld. Wir brauchen eine Hau. Ach, komm, aber. Danke. Eine Hau. Die können wir aus Holz machen. Die können wir aus Holz. Depp. Ach. So. Da. Dankeschön. Passt sogar genau. Nee, doch nicht. Wir haben ein zu wenig. Scheiße. Macht nichts. Da knallen wir hier noch einen hin.
Yay. So, damit wir dann langsam wie unser Kölnchen wieder voll bekommen. Unser Hunger. Also nicht den Hunger voll bekommen, sondern quasi der Gegenpol davon, ne? Dass hier mal Gras rumfliegt, ey. Blätter. So. Ab in den Ofen. Wir haben nur zwei Kohle. Wir haben nur zwei. Ne, komm, dann schmelzen wir das hier doch nicht ein, dann machen wir uns aus der Kohle lieber erstmal hier Fackeln. Da ist mir denn wichtiger, ne? Na komm. Na, oh, Mann, das ist doch hier. Hallo? Geht doch. Ach, jetzt geht. Runter. Ah. Ah. Ich schaff das nicht. Geht doch. Hallo? Geh mal rein da. Ich will nicht mehr. Danke. Also, das, also irgendwie das Menü. Ich weiß nicht, ob es hier das jetzt, ob das Spiel so extrem laggt oder nur das Menü. Aber hier drin was zu bewegen, das ist ein Kampf. Da musst du ja 20.000 Mal klicken, damit jetzt einer reagiert. Das ist ja. Wow. So, wechselst hier was oder wie jetzt? Ah, meine ja. Also. Wasserig, wässrig wird es schon mal. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade bauen? Ich wollte doch irgendwas, für irgendwas bin ich da hingegangen. Die Frage ist nur für was. Ich habe keine Ahnung. Die haben wir von da geholt. Ah, gut. Gut, wir fällen erstmal noch ein paar Bäumchen und machen uns mal die Kiste. Ne? Dankeschön. Ein Apfel. Oh, der war schön aus. Richtig schön rund und rot und. Mm, danke. So. Danke. Ach, jetzt komm, bitte. Ja, eben, Moment mal, das ist. Eben, in dem Menü hier geht es tatsächlich. Das ist nur, wenn man hier an so einer. An der Workbench arbeitet, dann hängt es so extrem nach. So, hier ging es jetzt gerade und hier geht's. Okay, jetzt geht's auch. Okay. Hoffentlich bleibt das auch so. So, dann machen wir uns einmal eine Kiste. Wow. Ach, schon hängt es wieder. Also, das ist hier bei der Workbench. Die ist so ganz komisch irgendwie. Hä, hier oben geht es? Aber hier unten geht's nicht. Was ist denn hier los? Ich bin jetzt gerade ein bisschen, ne? Verwirrt. Wow. Was ist denn hier? Hä? Okay. Ah, weg. Ach nein, ich hatte es doch gerade. Oh, Scheiße. Was habe ich getan? Ich halte das nicht aus. Es ist voll da. Voll da. Oh, Scheiße, ich habe schon wieder eine Hand. Raus. Danke. Ja. Ach man, jetzt geh rein da! Du Hurensohn! Ja. Aha. Ha, ich bin. Hä? Ach. Ha. Ich bin schlauer als du. Wow. Okay, hier fehlt schon mal die Textur. Das ist eher so ein weißer Block. Ah ne, hat schon eine richtige Mesh. Hat aber halt keine Textur. Hä? Ich hab gerade ein bisschen auf die Richtung geschwommen. Ach, wow, das Ding dreht sich immer um 90 Grad. Na, wow. Okay, das ist nice. Das ist, oh, das ist gut. Ah, komm. Ja, das Gras wächst. Es wächst. Ha, Ave Maria, Josef. Das ist ja ein Träumchen hier. Komm. Danke. Das Aufsammeln geht zum Glück. Gut, Kiste. Wir haben eine Kiste gemacht. Die Kiste kommt erstmal nach da. Und da kommt der ganze Block. Wow. Achso. Ich bin halt so diese Umschalttaste gedrückt. Ich bin halt so die Umschalttaste gewöhnt, ne? Das ist alles wesentlich smoother. Smoothie. Ach, wird's Vegetarier. Na gut, das soll es erstmal auch gewesen sein. Ja.
Also, man sieht, das Spiel ist extrem buggy. Sowohl der Map-Gen als auch irgendwie Teile des Menüs sind auch. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V.